Die Zweifel, ob Sie für dieses Kunstwerk wirklich so viel Geld ausgeben sollten, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Jetzt im Online-Banking registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Grüßen zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres Auswärtsspiels bei FK Pirmasens. Das Ganze auf der Husterhöhe morgen Abend um 19.30 Uhr. Ja, und am Podium begrüße ich Stefano Meyer. Hallo. Hallo. Und unseren Cheftrainer Oliver Reck. Hallo. Ja, Stefano, wie war das jetzt zuletzt? Schauen wir noch mal ganz bisschen zurück. Einerseits ja, ist die Heimserie gerissen, andererseits war er dann am Ende doch noch mal nah dran. Oder wie fühlt man das jetzt? Setzt das Motivation frei oder eher noch großer Frust angesagt? Ja, es ist immer schwer, so nach einer Niederlage hier zu sprechen. Ne? Ich glaube, wir haben intern vieles besprochen, was wir besser machen müssen. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass die Rückwärtsbewegung nicht so gut vorhanden war wie in vielen Spielen zuvor. Das müssen wir natürlich wieder reinkriegen. Und wurde das jetzt, hast gesagt, angesprochen, aber auch verstärkt irgendwie trainiert? Gerade du bist ja aus dem hinteren Bereich, aus dem Abwehrbereich. Gab es da Sonderaufgaben? Ja, es hat ja jetzt nicht nur immer was mit der Viererkette zu tun. Es waren ja auch viele Kontersituationen, auch Standardsituationen oder sonst was. Und ich glaube, wir müssen uns der Situation anpassen, um erfolgreich zu spielen. Es geht nicht immer darum, schön zu spielen. Ich glaube, die Punkte haben in letzter Zeit gefehlt und das müssen wir halt wieder reinkriegen. Wie sieht es bei dir persönlich aus? In diesem Jahr hast du noch nicht so viele Spiele, ich glaube, es haben die 9 Spiele gemacht. Ne? Aber du bist soweit fit, jetzt auch für Pirmasens? Ich bin jetzt wieder fit, ja. Ich habe die 90 Minuten gut überstanden. Natürlich hat man es dann auch gemerkt, nach 2 Monaten, die ich nicht gespielt habe. Aber ich bin einmal wieder froh, auf dem Platz zu stehen und dass es jetzt wieder in die richtige Richtung geht. Komme ich mal zum Cheftrainer, Olli. Der Stefano hat es angesprochen, hinten in der Abwehr, da ja, hat es ein bisschen gehakt, hat es dann eingeschlagen. Was kann man da jetzt tun? Wie reagierst du darauf? Ja, auch das hat der Stefano richtig schon mal vorne weggenommen. Eine gute Abwehrarbeit fängt vorne an und das ist die ganze Mannschaft gefragt. Es war so, dass wir in dem letzten Spiel uns dem Gegner zu viele Möglichkeiten insgesamt haben zugutekommen lassen. Und das darf nicht sein. Ne? Wir müssen versuchen einfach, dass wir kompakter agieren, dass wir dem Gegner nicht so viele Räume geben zu kontern, nicht so viele Möglichkeiten geben, im Umschaltspiel zu agieren. Das war einfach in dem letzten Heimspiel zu viele Möglichkeiten. Das haben wir analysiert, das haben wir den Jungs mit auf den Weg gegeben. Und das muss auch eigentlich, das hatte wenig was mit dem nächsten Spiel zu tun, insgesamt in unserem Spiel nicht der Fall sein darf, dass wir dem Gegner Räume geben, um einfache Umschaltaktionen zu haben und das muss man insgesamt abstellen. Jetzt geht es nach Pirmasens auf die Husterhöhe. Was haben wir da zu erwarten? Ja, erstmal ein Spiel, das von der Tabelle her natürlich eine äußerst komplizierte Situation ist. Ne? Das ist so, dass beide Mannschaften Punkte brauchen, das wissen wir. Wir schauen auf uns, wir versuchen, jetzt den Schalter wieder umzulegen, darum geht es eigentlich im Moment nur, wieder in die Punkte reinzukommen, wieder zu punkten, damit man tabellarisch einfach wieder aufholt und das ist immer das Wichtigste. Und dann zählt es erstmal nur darum, in dem nächsten Spiel erfolgreich zu sein. Und das Gleiche wird der Gegner versuchen. Die sind zu Hause, die haben am Dienstag ein Spiel gehabt, wo sie zu Hause gegen Ulm verloren haben. Und versuchen das natürlich morgen Abend wieder auszugleichen, das wissen wir. Ja, die werden alles reinschmeißen in so ein Spiel. Pirmasens hat ja ein paar erfahrene Jungs dabei, ein paar junge Spieler dabei. Ja, und da müssen wir davon ausgehen, dass sie uns das Leben so schwer wie möglich machen werden. Nur wir müssen reagieren, wir müssen
kompakter sein, wir müssen aggressiver sein und uns die Chancen nach vorne suchen. Stefan hat gesagt, er wäre soweit fit, er empfiehlt sich. Wie sieht es mit den anderen aus? Kannst du aus dem Vollen schöpfen? Ja, wir haben bis auf Mike Vetter keinen verletzten Spieler. Es ist so, dass Robin schon nach seiner Gelbsperre wieder zurückkommt, dabei sein kann. Also personell stehen uns alle Türen offen und das ist auch wichtig. Auch Marco Rapp war ja auch auf der Bank, hat nicht von Anfang an gespielt im letzten Spiel, weil er ja immer wieder Probleme hat. Da haben wir jetzt die letzten zwei Einheiten ganz normal mitmachen können. Also da muss man sehen, ich glaube, er ist bereit und würde gerne wieder spielen. Das Gefühl habe ich. Dann danke ich erstmal für die ersten Statements. Ihre Fragen bitte. Ja, Stefano, vielleicht nochmal an dich. Wie gesagt, wir haben es eben schon kurz angedeutet. Eine schwierige Saison für dich, die hat schon schwierig begonnen. Jetzt kommst du quasi kurz vor der Winterpause, bist du endlich wieder sozusagen dabei. Was wünschst du dir für die letzten beiden Spiele? Auch für dich persönlich und natürlich auch für die Mannschaft. Ja, einfach 6 Punkte, glaube ich, damit wir vor der Pause nochmal mit einem guten Gefühl rausgehen. Persönlich kannst du jetzt in 2 Spielen halt gut spielen, aber ich glaube, so eine gute, konstante Entwicklung kriegst du in 2 Spielen nicht hin. Ich glaube, 6 Punkte sind halt das, was wir unbedingt brauchen. Ja. Also für dich heißt quasi irgendwie mitkommen sozusagen und dann in die Pause kommen und dann in die Rückrunde mitziehen, ja. Ich glaube, im letzten Spiel habe ich wieder ganz gut mein Spiel abgeliefert, aber trotzdem hat es nicht ganz gereicht. Aber ja, nicht jetzt mitlaufen, sondern schon anpacken. Ja, vielleicht eine Frage an Herrn Reck nochmal. Jetzt ist eigentlich wieder so ein Gegner auswärts, wenn man so will. Ist das ja, der holt sich ja eigentlich, ne? Wenn man Aston Waldorf sieht, die auch kompakt stehen und dann versuchen, ein schnelles Umschaltspiel zu spielen. Bei Pirmasens versucht es eigentlich, so in der jüngeren Vergangenheit auch, bei den letzten beiden Auswärtsspielen, haben sie eigentlich auch immer diese Waffe versucht zu ziehen, dass man irgendwie über 1-2 Schnelle irgendwie versucht hat, das Umschaltspiel zu kreieren. Warum ist es eigentlich so schwierig, so zu verteidigen auch? Vielleicht mal die Frage, weil es sind ja doch einige Gegentore auch zu gefallen jetzt. Können die das so gut mittlerweile? Jede Mannschaft muss sich auf das konzentrieren, was sie am besten kann. Und natürlich ist es das Spiel, was Pirmasens liegt, weil sie einige schnelle, bewegliche Spieler haben, aber einen erfahrenen vorne drin, der die Bälle gut festmacht und gut hält. Also, wir haben diese Kombination über Schnelligkeit und Erfahrung im Offensivbereich und das versuchen sie auszuspielen. So hat das jeder Gegner und jede Mannschaft so seine Besonderheiten, aber schlussendlich ist das ja nichts Neues. Wir wissen das, was auf uns zukommt. Es wird uns nichts Überraschendes erwarten, sondern es kommt einfach darauf an, was beide, Stefano wie ich auch gesagt haben, wir müssen reagieren, wir müssen agieren, wir müssen die Mannschaft sein, die den Stempel aufdrückt. Und darauf wird es ankommen. Also nicht so sehr beeinflussen lassen, was der Gegner macht, das schon wertschätzen und beachten, aber schlussendlich unser Spiel. Wir dürfen dem Gegner keine Möglichkeiten im Kontern lassen, aber andererseits, wir müssen auch unsere Chancen, die wir dann haben, auch nutzen und konsequent Fußball spielen. Und darauf wird es ankommen. Ich habe gestern mit Jan Hendrik Marx mal kurz gesprochen. Er hat gesagt, also eins, was ihm ganz besonders, was er sich ganz besonders mal wünscht, wäre, das einfach mal in Führung zu gehen. Ist das so ein großes Thema, dass man sagt, okay, mit einem 1-0 geht es vielleicht auch mal ein bisschen leichter? Klar, kann das helfen. Das ist schlussendlich hilft das jedermann, der in Führung geht, ne? Keine Frage. Aber wir haben ja schon mehrmals bewiesen, dass wir auch in Rückständen zurückkommen können. Und das ist ja auch ein großes Plus, was diese Mannschaft hat. Sie nie aufgibt, auch nach dem 0-3 zu Hause nicht. Und wir haben immer weiter probiert, bis zur letzten Minute alles zu geben, alles rauszuhauen, ob in Unterzahl oder nicht, sondern immer wieder zu agieren. Das haben wir, ob das in Koblenz in Unterzahl war, in Waldorf, wo wir in Unterzahl waren. Die Mannschaft hat immer, wir glauben an uns, wir glauben an das Ganze und wir spielen nach vorne im richtigen Moment. Aber ich glaube eher, Jan meint lieber, dass wir mal die Mannschaft sein sollten, die dann auch mal sich selbst belohnt für irgendwas. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher das Ansinnen von Marc,
dass er das eher meint, Jan-Hendrik Marx. Und ich glaube, das ist auch die Devise, weil wir müssen uns belohnen für unsere Arbeit. Und wenn wir uns dann auch belohnen, dann kapazitieren wir alle davon. Das ist einfach so ein Fußball. Gibt es weitere Fragen? Nicht der Fall, da hinten auch nicht. Okay. Ja, dann will ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Danke sagen dem Elf-Freunde-Magazin. Die sind dieser Tage bei uns, begleiten uns eine Weile und ich denke, da gibt es dann auch in den nächsten Tagen und Wochen einen interessanten Bericht über Kickers Offenbach, hoffen wir doch zumindest. Und ja, ansonsten wünschen wir viel Erfolg morgen auf der Husterhöhe in Pirmasens. Haut rein, ne? Dankeschön.